Herzlich willkommen bei Mathe mit Rick, heute wieder mit einem schönen Aufgabentypen aus der Vektorrechnung. Abstand, Punkt, Gerade, das ist ein Aufgabentyp, wie er in deiner nächsten Klausur oder vielleicht sogar im Abi auftauchen könnte. Wir haben die Gleichung einer Geraden gegeben und die Koordinaten eines Punktes. Die beiden Sachen, und mehr brauchen wir auch nicht, um den Abstand zwischen diesen beiden geometrischen Objekten zu ermitteln. Wir schauen uns das mal grafisch an. Ich habe eine Gerade und einen Punkt. Und zwischen Gerade und Punkt haben wir eben einen Abstand, diesen kürzesten Abstand, und den wollen wir eben ermitteln. Den wollen wir ermitteln, hier in dieser gestrichelten Linie dargestellt. Die zentrale Idee, um den Abstand zwischen Punkt und Gerade hier zu ermitteln, heißt Hilfsebene. Wir wollen eine Hilfsebene aufstellen, um den Abstand hier zu bestimmen. Klingt schlimmer als es ist, heißt einfach nur, wir bauen eine Hilfsebene, die hat, nennen wir mal H, und naja, die hat hier zusammen mit der Geraden einen Schnittpunkt, den nennen wir L. Und der Abstand von G und P entspricht letztlich dem Abstand von L und P. Und diesen Punkt L, diese Koordinaten vom Punkt L, die wollen wir bestimmen. Ja? Der Punkt P ist hier in Gelb dargestellt, der Punkt L in Lila. Der Abstand zwischen Lila und Gelb ist gleichzeitig auch der Abstand von G und P. Ja? Okay, die zentrale Frage ist doch jetzt aber, wie komme ich denn auf diese Hilfsebene? Naja, wir können doch als Stützvektor für diese Hilfsebene schon mal den Ortsvektor von P wählen. Denn P liegt auf jeden Fall in dieser Hilfsebene. P ist Element der Hilfsebene. So wird die Hilfsebene immer designt. Ja? Als normalen Vektor dieser Ebene entsteht jetzt dieser Vektor hier. Das ist jetzt der Richtungsvektor der Geraden. Und den nutzen wir als normalen Vektor der Ebene. Heißt, der Ortsvektor von P wird zum Stützvektor von H und der Richtungsvektor von G wird zum normalen Vektor von H. Okay, let's do it. Step 1. Erstelle eine Hilfsebene. Erstelle Hilfsebene. Okay, wir haben schon gesagt, Richtungsvektor der Geraden soll normalen Vektor der Ebene sein. Ortsvektor von P soll Stützvektor der Ebene sein. Okay, wir fangen mal folgendermaßen an. 2 mal x plus 1 mal y plus 4 mal z soll d sein. Was ist passiert? Nicht so wahnsinnig viel. Ich habe mir die Komponenten des Richtungsvektors genommen und habe daraus hier die Vorfaktoren von x, y und z gemacht. So wie wir das ja machen bei der Koordinatenform. Demzufolge ist 2, 1, 4 jetzt nicht nur Richtungsvektor der Geraden, sondern zeitgleich auch normalen Vektor dieser Hilfsebene H. Okay, jetzt brauchen wir noch die Punktkoordinaten. Wir müssen jetzt noch die Punktkoordinaten einsetzen. Machen wir. Nur die Punktkoordinaten von P. 2 ist die X-Koordinate, 3 ist die Y-Koordinate und 1 ist die Z-Koordinate. Und so kriegen wir halt hier dieses D raus. Ja? Setzen wir ein. 2 mal 2 plus 1 mal 3 plus 4 mal 1. Immer schön langsam und sauber und ordentlich arbeiten. 2, 1 und 4 sind die Komponenten vom normalen Vektor. 2, 3, 1 sind die Koordinaten des Punktes P, der ja in der Ebene liegt. Jetzt können wir das ausrechnen. 2 mal 2 ist 4, 1 mal 3 ist 3, 4 mal 1 ist 4, haben wir 4 plus 3 plus 4 ist 11. Demzufolge können wir unsere Ebenengleichung H hier aufstellen. Die heißt dann 2x plus 1 mal y plus 4 mal z ist 11. So, das ist die Hilfsebene. Fertig ist er. Als nächstes wollen wir die Koordinaten des Punktes L bestimmen. Step 2. Step 2, ermittle die Koordinaten von L. Ermittle Koordinaten von L. Ja, das ist jetzt auch wieder ein klassisches Rezept. Schnitt, gerade Ebene. Schnitt, gerade Ebene, da haben wir gesagt, wir müssen die Geradengleichung komponentenweise in die Ebenengleichung einsetzen. Geradengleichung komponentenweise in die Ebenengleichung einsetzen. Haben wir auch schon behandelt, gibt es auch schon ein Video dazu.
Das ist hier quasi ein Rezept im Rezept, ist aber gar nicht schlimm. Wir nehmen uns jetzt die Komponenten von G und setzen sie in die Ebenengleichung von H ein. 2 mal minus 1 plus 2r plus 1 mal 0 plus 1 mal r plus 4 mal minus 2 plus 4r ist gleich 11. Was ist passiert? Zeige ich nochmal. Ich habe mir die Komponenten gegriffen. Das ist die x-Komponente, minus 1 plus 2r und habe die hier für x eingesetzt. Ja? Setze quasi die x-Komponente der Geraden in die Hilfsebene ein bei x. Dann nehme ich mir die y-Komponente der Gerade, setze die hier für y ein, das entsteht 0 plus 1 mal r. Dann greife ich mir noch die z-Komponente, minus 2 plus 4 mal r, setze sie für z hier ein, minus 2 plus 4 mal r. Ja, so setzen wir die Geradengleichung komponentenweise in h ein. Und jetzt wollen wir den Parameter r ausrechnen, also den Wert von r bestimmen. Okay, 2 mal minus 1 ist minus 2. 2 mal 2 ist plus 4r plus, einmal 0 ist 0, können wir weglassen. 1 mal 1r ist r, dann haben wir 4 mal minus 2 ist minus 8 und 4 mal 4 ist plus 16r. Und das soll 11 sein. Jetzt können wir das zusammenrechnen. Nur wir haben jetzt hier verschiedene r's. Wir haben jetzt einmal 4r, einmal r und einmal 16r ist 21. 21r. Hier haben wir dann minus 2 und minus 8. Dann müssen wir auf beiden Seiten plus 10 rechnen. Dann haben wir 11 plus 10 ist 21. 21 durch 21 ist r gleich 1. Wunderbar. Also für r einen Wert von 1. Das ist gut. R ist 1, das heißt, wir haben schon mal keine komischen Brüche oder so, das ist schon mal gute Zeichen. Ich mache mal hier oben weiter. Jetzt kann ich R gleich 1 oben wieder in die Geradengleichung einsetzen. R gleich 1 setze ich hier ein. R gleich 1. Und dann kriege ich die Koordinaten des Punktes L raus. So, minus 1 plus 2. Minus 1 plus 2 ist 1. 0 plus 1 mal 1 ist 1. Und minus 2 plus 4 ist 2. Und das sind die Koordinaten des Punktes L. Das sind die Koordinaten des Punktes L. Arbeite ich raus. Super, klasse. Jetzt wende ich noch Step 3 an. Der ist wieder ziemlich simpel. Step 3 heißt, berechne den Abstand vom Punkt L zum Punkt P. Weil das ist ja gleichzeitig der Abstand von der Gerade zum Punkt P. Okay, das machen wir. Wir wissen, dass der Abstand von L zu P gleich der Länge des Vektors LP ist. Länge des Vektors LP. Na komm, den können wir noch schnell bestimmen. Okay, ich erzeuge erstmal den Vektor LP, der sieht so aus. 1, 2, minus 1, wie komme ich drauf? Das ist ein Verbindungsvektor, ne? Spitze minus Fuß. Spitze minus Fuß. Spitze, 2 minus 1 ist 1. 3 minus 1 ist 2. 1 minus 2 minus 1. Spitze minus Fuß, das Tool heißt Verbindungsvektor. 1, 2 minus 1 heißt mein Vektor. Jetzt kann ich davon den Betrag ermitteln. Ich brauche jetzt den Betrag des Vektors LP. LP. Haben wir hier oben, ne? 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus minus 1 zum Quadrat. Also 1 plus 4 plus 1. Das ist Wurzel 6 und das ist hier meine Lösung. Der Abstand vom Punkt P zur Geraden G beträgt Wurzel 6 Längeneinheiten. Traumhaft. Wurzel 6 Längeneinheiten. Der Abstand entsteht hier oben nochmal in hellblau. Ne? Schön dran denken, dass der Abstand vom Punkt L zum Punkt P, dem Abstand vom Punkt P zur Geraden G entspricht. Ja? Und das sind die drei Überlegungen, die wir brauchen. Drei Steps, erstelle die Hilfsebene aus dem Ortsvektor von P und dem Richtungsvektor von G. Ja, der Richtungsvektor wird dann eben zum normalen Vektor der Hilfsebene. Es entsteht ein Wert für den Parameter R, der war hier 1. Dann setzen wir 1 wiederum in die Geradengleichung ein, kriegen die Koordinaten des Punktes L. Dann bilden wir den Vektor LP, bestimmen davon den Betrag. Der ist Wurzel 6 und das ist gleichzeitig auch der Abstand von der Gerade zum Punkt P.
Es ist schon ein Rezept, das ich als verhältnismäßig anspruchsvoll einschätzen würde. Das ist nicht leicht. Da muss man schon viele Dinge können. Man muss auch ein bisschen durchblicken. Man muss sich auch ein bisschen räumlich vorstellen können. Aber wenn du das kannst, mega nice. Ein anspruchsvolles Rezept, da steckt viel drin. Demzufolge kann man mit Hilfe dieses Rezepts halt auch rausfinden, ob du in der Vektorrechnung fit bist. Ja, das ist ein schönes Rezept, um zu testen, wie gut du da am Start bist. Schau dir das gerne nochmal an, üb das nochmal und schreib mir deine Fragen vor allem in die Kommentare. Ja? Immer Fragen stellen, stelle viele Fragen. Das ist super, super wichtig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.